Bisher beim Hobbit. Bin schon wieder Flötenmeister oder was? Oh, die Schalen! Boah, hier geht ab. Guck mal, ob du hier diese komischen Haufen bearbeiten kannst. Lass gerne mitmachen. Ich will ja, aber wir müssen mal schnell ziehen. Gut. Lecker Sushi, weiter geht's. Die Röllchen waren sehr klein, muss ich sagen. Ja. An dieser Stelle, mein lieber Frodo, komme ich ins Spiel. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Ein Loch im Boden? So fängt das Buch an. Günstige Miete. So fängt das Buch an. Das ist ja halt nicht mehr Hähnchen oder was? Nee. Wer bin ich denn? Ach so. Du bist Frodo, oder? Ich bin rechts. Du bist der komische Kumpel mit der dicken. Was? Sprich dich aus. Na, ja. Jetzt das hier, Guck hin, wo du hinläufst. Ich hab's nicht gesehen. Deswegen guck, wo du hinläufst. Mensch, wie ist denn das? Wo geht's denn jetzt? Verarsche von Herr der Ringe. Von Herr der Worten hier ein. Ach, mit Gabba Gandalf? Ja. Nee, das fand ich nicht lustig. Ich fand das geil. War nicht mein Humor, da fand ich dann lieber hier den Vegetarier-Gollum besser. Vegetarier-Gollum, was? Kennst du nicht? Möhrchen? Wenn's klappt, packe ich, wenn ich's finde, mal einen Link in den Kommentar. Dings. In den Infobereich. Kannst du das mal angucken dann. Okay. Ist lustig. Ich möchte eine Frikadelle. Genau. Seht ihr nicht was? Krieg ein Herz? Brauchst aber kein Herz. Ich muss Leute töten, damit ich Herz kriege. Wer Leute tötet, hat kein Herz. Ja, aber ich krieg dafür ein Herz. Naja. Das ist ja hardcore. So ein düsteres Spiel hier. Ja. Ein Dunkelhobbit. Nee, gibt nicht. Vor allem, wie tuffig er die Blumen haut. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, den Steinen folgen. Machst du nur Quatsch? Ja, sag mal. Okay, dann. Den hier. Action-Rolle. Fisch kaputt machen. Ich such mal lieber den nächsten Story-Level. Sag mal, ich kümmere mich ums Geld. Das ist schön. Was ist denn du da? Eine Pfanne. Was? Der Dick hat schon wieder eine Pfanne. Mach dir gleich Pfanne, guck mal, hey, du. Hier. Bleibst du hier? Ist alles nur so lustig, weil er so fett ist. Der ist nicht fett, der hat nur eine dicke Pfanne und schwere Knochen, Mensch. Oh, jetzt! Kennst du das mit dem Glashaus und dem Stein? Seltsame Wesen. Nein, verstehe ich nicht. Egal. Schaust du hinaus? Da redet einer, warte mal. Lieben aber auch die Bequemlichkeit. Und damit sind wir schon bei der Geschichte von Bilbo Beutlin aus Beutels End. Saurons Stimme. Ja, Sport. Weißt du, einige machen sich schon Gedanken über dich, Onkel. Sie finden, du wirst wunderlich. Wunderlich? Das sind auch die deutschen Originalstimmen. Cool. Ich bin nicht mehr derselbe Hobbit, der ich einst war. Das finde ich gut. Das ist immer so ein Problem, eine Originalstimme anzukriegen, oder was? Teilweise. Ist teuer, oder was? Ich weiß es nicht. Also ich bilde mir ein, ich habe gelesen in der Filmdatenbank, dass beim Flug der Karibik Johnny Depp sogar selber sich, ja, gesprochen kann man nicht sagen, die machen ja bloß aber er stand da mit drinnen. Und es klang auch wie sein Gemurmel, wenn man die Stimme kennt. Oha, okay. Auf Deutsch, ja. Was war das letzte? Lego Herr der Ringe, was ich gespielt habe, richtig? Das waren andere Stimmen, viele. Das ist sehr, na, weiß ich nicht, störend, finde ich. Zu euren Diensten. Cool, ja auch. Bilbo, Beutlin, zu euren. Kennen wir uns? Nein. Wohin, Kleiner? Ist es hier unten? Vorhin habe ich ihn gerade nicht den Hammer gegeben, jetzt habe ich schon wieder. Das Abendessen. Naja, warum bin ich denn Manu? Der olle Hobbit.
böser. Warum ist denn das Bild jetzt noch geteilt? Ich weiß es nicht. Ich hab noch gar nichts geändert. Ja, dann mach mal wieder weg. Ich möchte das so nicht. Vielleicht weil es zu eng ist. Hier ist ja noch was. Moment, Moment. Baum, jetzt kannst du schieben. Schlagen, schieben, was auch immer. Wie viel Rätsel hier in der Wohnung, ne? So. Erkennst du ihn jetzt? Ja. Das ist der, der Kunde, den du vorhin warst. Letztes Mal, wie auch immer. Es ist ja so, ich kenne euch beide nicht. Nicht im Geringsten. Mal weg. Warte mal, ich hab doch gar nichts geändert. Halt Option. Bildschirm. Kann man nicht ändern. Das ist jetzt so. Okay. Bestimmt bloß in dem komischen Hobbithaus. Wer Geld versteckt hat hier, hä? Kannst du eine Strippe ziehen? Nee, das kann er bestimmt, oder? Oh, nee, halt mal zusammen. Warte mal, komm mal her. Zusammen hier. Siehst du die Linie? Da? Ja. Mal Silber. Mann ey, wie geht denn das hier? Ich muss noch mit dem jetzt zusammen. Ich bin gleich mal Eimer. Oh, du bist das. Entschuldigung. Warte mal. Da oben glitzert's. Das ist auch so eine Linie. Okay, warte mal. Kann ich dich... Ja. Nö. Mann ey, das ist ein Kinderspiel. Warum ist das immer schon wieder so... Das ist... Goldene ist eigentlich zum Dranziehen. Und das Silberne ist für einen speziellen Hammer. Ach, wo bist du denn jetzt? Ich hab umgeguckt. Du machst die Einrichtung kaputt als Gast. So, das Geheimnis gefunden. Was Geheim? Ich hab gar nicht gesehen jetzt. Na, so eine Karte, die an der Wand hängt, dann haben wir Warstand 1 und 3. Okay. Dann gibt's noch zwei. Was ist das? Eins von drei, ja, ja. Könnte sein, wa? Ja. Der Schluss liegt nahe. Ich brauche auf jeden Fall den Typen, der hier irgendwas runterziehen kann. Warte mal, hier ist er erstmal. Komm mal her. Den Rücken schlagen mich. In den Flur, sonst kriegen wir hier niemals alle rein. Alle? Wie viele kommen denn noch? Ja. Ich hab mir gedacht, der Boden kriegt damit ein Loch an hier. Ja. So geht das Buch los. Weil, ach man. Aber es haben vielleicht ein anderes Verständnis von Größe. Wie macht man das als Gast? Man geht erstmal in die fremde Wohnung und macht alles kaputt. So wie du vorhin. Vielleicht kommt bestimmt was vorhin. Auch in die kommen und dann hast du erstmal Randale gemacht hier. Wer war's denn? Na vorhin hier, was weiß ich denn? Geschichten erzählen. Jetzt können wir irgendwas bauen hier. Oh ja. Ein Tisch wahrscheinlich, oder? Mach einfach mal. Möhre haben wir nicht. Der meint ohne. Brauchen wir nicht. Oh nee. Nein. Was da? Das Mensch gibt immer Mühe. Das ist eigentlich was ich zuerst sage. Naja, es bringt Geld.
Das fängt dann an runterzuzählen. Ach so. Mensch, kann ich aufgepasst. Du, drück, drück! Du warst doch schon. Du bist drauf. Ja, du warst aber eben drauf. Drauf, nicht gesehen. Ja, Alter, wie hab ich das wieder gemacht? Akzeptabel. Würde ich sagen. Ist das mal eine Salami? So aus wie ein Baguette, oder? Was, die kennen sich die Haare, was ist das? Zu euren Diensten. Beim Essen haben wir das Bild gesehen hier vorhin, wo das andere aufgehört hat, das Video. Wie hat dir die Musik vom Hobbit gefallen? Hab ich jetzt nicht so drauf geachtet. Und Herr der Ringe? Er hat gesagt, es gibt zu essen. Weiß ich jetzt nicht, war schon eine Weile her, wo ich das gesagt habe. Also ich fand, dass bei den Hobbit-Filmen, bei den beiden jetzt, die Musik sehr beliebig war. Also so, wie soll ich sagen, bei den drei der Ringe-Filmen, wenn er da irgendwo Musik so, dann erkennt man, das hat geknallt, so, das hatte Pep und alles. Und beim Hobbit, weiß ich nicht, beim zweiten Teil, das Lied vom Abspann hier, Ed Sheeran, das fand ich das Beste am ganzen Film, leider Gottes. Also. Mhm. Das finde ich ist sehr, weiß ich nicht. Ging schon mal besser. Meinst du ja? Ich weiß nicht, jetzt, wo ich so finde ich geht. Schon. Also Enya und so bekannte Lieder halt, Annie Lennox da, was sie gesungen hat. Das war alles besser. Das jetzt so, weiß ich nicht. Hat mich nicht so umgehauen, muss ich sagen. Leider. Hat die Musik immer sehr schön. Ach so, okay, naja. Ich habe jetzt eine Wurst um mich werfen. Das ist geil. Ich habe eine Wurst. Was hab ich denn? Käse, glaube ich. Ach du, das muss man hinbringen, oder? Wahrscheinlich. Was ist das? Wimmelt vor Schimmel. Oh ja. Kann ich da hinlegen? Kann da hingehen und da nix? Nee, es muss stehen über dir irgendwie oder so. Jetzt, da war's doch. Ja. So, dann macht das mal die Wohnung kaputt, um die Flaschen zu ziehen. Was hier? Mein lieber Bilbo, was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt von Zwergen. Ja, ich bin Eisenherz. Sie sind doch eine ganz untere Versammlung. Super, nehme ich, ne? Auch von Eisenherz hat so eine Top-Frisur. Naja. Irgendwie erinnert es mich gerade an Prinz Eisenherz. Lego Prinz Eisenherz? Ja, ein Schweinchen. Naja. Nicht mal im Kreis gekrönten Tomaten. Oh, ja, für Eisenherz. Okay. Ich mich aber nicht an sie gewöhnen. Seht mal, wie meine Küche aussieht. Chicken Paella. Mein Magen. Gut, Karima. Ja, du hast das nicht vor. Mein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Oh, jetzt ist los. Mit was bin ich sehr schlecht. Klasse. Scheibenklasse. Ah, wenn es richtig schön groß ist, dann drücken. Dann gibt es, glaube ich, mehr Punkte. Scheint mir so. Genau. Ja, das X ist links. Zu lange PlayStation spielt. Links, ja. Mein Intella brauchen so lange. Aber lässt er bestimmt richtig sorgen. Ist jetzt ja so durch Luft, die war schon ja rum. Da fliegt weg der Dreck. Durch die Zentrifugalkraftwinkel. Ich habe meiner Freundin mal erzählt, hier schmeißt er den Teller mit sich gegen Grenzen sauber. Oh, du bist kein Zwerg. Freundin sagt, nein. Jetzt hier, Digga. Wow.
Zu spät gedrückt, guck an. Gut, dass es ein Holzteller ist. Wir sollten alle Holzteller haben. Jetzt haben wir das Glatze nur sauber gemacht. Jetzt herpoliert. Verläuse rauf. Aber was haben sie poliert? Die Glatze oder den Teller? Das muss doch auch gefährlich, nicht, dass du auf einmal Splitter einziehst, ja, oder? Ich glaube, Holz kann man da nicht poliert. Das ist unmöglich. Aber es gibt doch Holzpolitur. Stimmt, du bist seriös. Jetzt kommt der Ultrazwerg hier. Wow, der ist klar. Und der König hier, über der. Gandalf. So? Ja, weil wir es ernst machen jetzt auf einmal. Alter. Oh, ja. Darf ich euch den Anführer? Der war aber auch im ersten Teil sympathischer irgendwie. Ja. Im zweiten Teil, ja gut. Oder? So. Der Einfluss vom Gold, keine Ahnung. Sagt Herr Beutlin. Aber es muss wahrscheinlich so sein. Fahren. Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Ihr geht auf eine Reise? Weit im Osten liegt ein einzelner entlegener... Das ist eigentlich dumm, wir hätten zurückgehen müssen. Den Zwerg. Was man wo? Naja, mit den Typen da, die wir neu hatten, weil da waren noch Sachen, die hätten wir... Ach so. ...machen können. Ja, du warst ja auf Erkundungstour. Hä? Naja, da vorne kam er ja nicht weiter. Und nämlich würden wir uns wahrscheinlich immer noch an dem Schloss stehen und drehen. Aber wir hätten zurückgehen müssen. Das Haupttor ist verschlossen. Meinst du? Nee, oder wir kommen nochmal hin. Weil das Haupttor ist ja zu, müssen wir hinten durch. Alles im freien Spiel wahrscheinlich. Wenn es ein Schlüssel gibt. Kann sein, ja. So ist es doch immer. Erstmal die Story spielen und dann nochmal im freien Spiel alles fertig machen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf. Was ist denn noch? Splinter-Cell? Warum brauchen wir einen Meister? Ja. Ewig angesessen, ne? Den besten möchte ich meinen. Ich habe mir DLC gekauft, den ich bis heute nicht gespielt. Ich wollte auch mit Micha spielen. Ja, Micha mit dir, wenn du das hörst. Schäm dich, Micha. Ja. Böser Micha. In die Ecke. Gebt ihm den Vertrag. Ich glaube, er hat sich selber mittlerweile gekauft. Wir haben es trotzdem nicht geschafft. Nur online. Aber von seinem Alter noch zockt, nicht schlecht. Ey, der ist nicht viel älter als ich. Begräbniskosten. Du bist schon alt. Ich bin nicht alt, Junge. Alter. Mikrofon hört sich bestimmt an wie 16, aber. Aber was? Nix. Das war's schon wieder? Okay. What? Das war ein Level? Wir sind im Haus rumgerannt. Aber vorhin gab's keinen Erfolg, oder? Nee. Was ist denn da los? Jetzt sind die rot hier Erfolge. Guck an. Weil ich mir rot ausgesucht habe als Farbe. Ach, kann man das auch so? Nur so viele Farben? Blau, bunte, schicke Farben. Also alle Farben, ne? Und noch schwarz, glaube ich, nicht und weiß. Warum schwarz nicht? Wo schwarz keine Farbe ist. Nicht. Nee. Schwarz und Weiß sind keine Farben. Beziehungsweise je nachdem, welchem Farbsystem du bist, ob im additiven oder im... ist Schwarz entweder das Fehlen sämtlicher Farben oder das Vorhandensein aller Farben. Und Weiß dann das Gegenteil dazu. Aber es gibt ja die Farbe Schwarz, muss ja simuliert werden bei manchen Fernsehern. Ja, aber so richtig nach der Farbenlehre ist es eigentlich, glaube ich, keine Farbe. Siehst du wieder was für eine Antritte? Bildungsauftrag erfüllt. Nicht mal sonst hier. Wenn das stimmt, was ich erzählt habe. Ich glaub dir einfach mal, weil ich das gerade auch nicht besser. Das ist schön, ich bin mir auch ziemlich sicher. Ihr könnt ja Kommentare unterschreiben, ob das stimmt, aber... Wie, na ja. Ich glaube schon, dass es stimmt. Auch wenn es stimmt, könnt ihr drunter schreiben, stimmt. Wenn es nicht stimmt, dann schreibt er drunter, stimmt nicht. Und wie es richtig ist. Genau. Ach du je, was ist denn das für ein grüner Ausschlag? Alles Aufgaben bestimmt. Viel zu tun. In der Oberwelt. Die haben ja irgendwann angefangen in der Oberwelt. Sind wir nur Endsteine gekriegt. Hast du es gesehen? Weil wir